Moin, ihr Wundermenschen des Interwebs. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Dienstagabend, zu einem weiteren Livestream hier auf meinem Kanal. Und wir werden ein bisschen weiter mit Zelda machen, Zelda Breath of the Wild. Wir sind ja kurz davor, den ersten Dungeon zu betreten, zumindest hoffe ich das mal. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wir sollten ja nun zu dem König. Ich will mich jetzt aber hier nochmal ganz kurz umgucken. Hallo? Ja. Guten Tag. Willkommen im Marodmarkt. Das hier ist der Krämerladen, Korallenriff und weiter hinten ist die Schmiede Hammerhai. Oder kann ich dir sonst irgendwie helfen? Jep. Der Name gehört zum Krämerladen und zur Schmiede. Marodmarkt. 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 Der Kleinpreisheld im Dorf der Zoras. Tada! Na, wie gefällt dir mein Werbeliedchen? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Unseren Krämerladen gibt es schon seit über 100 Jahren. Ein traditionsreicher Familienbetrieb. Clef, der Chef, ist immer ganz ernst. Seine kleine Schwester Tona hingegen schwärmt Tag und Nacht vom Prinz Sidon. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Dento, der Schmied, ist mein Opa. Er hat seinerzeit die Lichtschuppenlanze der großen Mifanschuss gehalten. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nö. Das hier ist mein Laden, Korallenriff. Ich biete Spurtfeilchen an, die dich schneller machen, wenn du sie richtig verarbeitest. Ich habe auch Pfeile im Angebot. Wenn dir etwas gefällt, such sie einfach am Tisch aus. Oder möchtest du vielleicht etwas verkaufen? Ich weiß gar nicht, ob wir genug Sachen zum Verkaufen hätten. Oder ob wir allgemein irgendwelche Sachen zum Verscherbeln hätten, was sich hier rentieren würde. Achso, hier kann ich diese... Okay, die Forellen kaufen. Oh Gott, nein, nein, nein. Innenstelle. Gut. Nix kaputt machen hier. Oh. Hallo, du bist ein Hylianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne eine gewischt zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. So, der Hylianer, wegen dem wir unsere Mifa verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Waffenschmiede. Wie freundlich der ist. Lanzen reparieren. Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonielanze. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herzukommen. Jetzt hau schon ab. Wow, der ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, ey. Eispfeil. Pfeil, dem die Kraft des Eises innewohnt. Alles, was er trifft, friert einen besonders effektiv gegen brennende Ziele. Ist mir aber zu teuer. Ich spann noch auf ein neues Outfit. So, ich muss erstmal gucken, wo ich hier... Ich glaube, ich muss nach oben, oder? Guten Abend, Dominik. Mifa, seht mich an, hört mein Schwur. Ich werde Faruta in Stücke schlagen, so wahr ich Segon bin, der, den man einst den Feldwebel des Todes nannte.
Du bist Link. Rache für Mipha. Nach 100 Jahren lässt du dich allzu wieder blicken. Ich, Segon, werde dich höchstpersönlich niederschrecken. So, willst du mir also kommen? Oh nein, du wirst mich nicht täuschen, Recke Link. Du warst es, der Mipha vor dem bösen Imperzon vor Ganon hätte beschützen können. Und was hast du getan? Versagt hast du. 100 Jahre ist es jetzt schon her. Oh Mipha, euer Verlust schmerzt mich jeden Tag aufs Neue. Niemand hier will deine Hilfe. Ich, Segon, Feldwebel des Todes, schwöre, zugleich es mein Ende bedeuten mag, ich werde Elektropfeile auf Router hinabregnen lassen und das Unrecht gutmachen, das Mipha angetan wurde. Hast du verstanden? Dann hau endlich ab. Ich möchte zugucken, wie er eine gewischt kriegt. So, wo müssen wir denn hin? Hier hin? Hier hin. Eine Schleichschnecke. Ein Hylianer? Das kann doch gar kein Zufall sein. Im Dorf der Zoras wird gerade ein Hylianer gesucht. Möchtest du nicht mal in den Thronsaal gehen? Hör dir einfach an, was der König zu sagen hat. Okay, ich glaube, ich bin doch noch eins zu weit unten. Dann gehen wir noch eins nach oben. Oha! War der schon immer so groß? Ich habe ihn gar nicht so groß in Erinnerung. Du bist also der Hylianer, den Sidon gefunden hat? Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorifan, der König des Zora-Volks. Was da an deinem Gürtel hängt, ist das etwa ein Shika-Stein? Nanu? Lass dich doch einmal genau ansehen. Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke Link? Ich wusste doch, dass mir der Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer, wie er leibt und lebt, welch Überraschung. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzten sich einige Male. Wir hörten, du weiltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Was? Geschlafen? Deshalb also erinnerst du dich nicht an uns. Aber an unsere Tochter Mipha erinnerst du dich. Jetzt sag aber nicht, du hast selbst Mipha vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde und sie hast du vergessen? Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Sieh die Statue an, die wir zu Miphas Ehren errichtet haben und sage uns, fühlst du gar nichts bei diesem Anblick? Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz deine Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Wir hoffen es inniglich. Vater, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht. Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Das ist sicher alles nicht leicht für dich, Link, doch bitte hör uns an. Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitan Varuda in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Würdest du uns in unserer Not beistehen? Haltet ein, Eure Majestät! Wollt ihr etwa einen Hylianer um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Mutsu, fängst du schon wieder damit an? Du solltest etwas mehr Respekt zeigen, Mutsu. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, vielleicht sogar ganz Hyrule in den Fluten versinken. Ob Zoras oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. So besinnt euch doch, Majestät. Habt ihr denn schon alles vergessen? Wir dürfen den Hylianern nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit dieser antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule noch jetzt noch geben. Sie haben alles in die Verdammnis geführt, sogar...
Sogar Mifa haben sie uns genommen. Link, Ruta ist der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Vor kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen, das dann hier als Regen wieder herunterkommt. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich noch keine Bedrohung für uns. Doch durch den Dauerregen füllt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört, auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Der Ruf des Titanen. Wisst ihr, was ich jetzt eigentlich so bei der ganzen Sache eigentlich scheiße finde, dass ich mir den Wasser-Dungeon als erstes ausgesucht habe? Weil das ist mit Abstand der schlimmste Dungeon, den es gibt in jedem Zelda. Zumindest wenn das immer noch so funktioniert wie die alten Zelda-Teile. Der Wassertitan war Ruta. In der Zeit vor der Verheerung hat eure Prinzessin Zelda die Titanen erforscht. In ihren Schriften erwähnte sie auch die Vorrichtung auf Rutas Schultern. Laut ihrer Erkenntnisse handelt es sich dabei um Maschinen, die mit Hilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektropfeilen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun einmal ein Wasservolk. Mit Elektrizität können wir nicht gut umgehen. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt. Deshalb zog ich los, um einen Hylianer zu finden, der uns helfen könnte. Ich denke, du hast bereits verstanden, Link. Bitte aktiviere die Maschine mit Elektropfeilen. Ich werde dich natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Ruta gemeinsam aufhalten? Was? Du möchtest in den Titanen eindringen und ihn besänftigen? Und Prinzessin Zelda leitet dich dabei an? Heißt das, sie lebt noch? Nicht zu glauben. Sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern. Doch wenn du in die Titanen eindringen und sie zurückerobern kannst, dann ist es vielleicht doch noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Kaum zu glauben, dass du aus diesem Grund zu uns gekommen bist. Gut, ich werde dir dabei helfen. Sobald der Titan sich beruhigt hat, kannst du sein Inneres betreten. Link, lass uns Ruta gemeinsam besänftigen. Vielen Dank, Link. Es muss Schicksal sein, dass deine Ziele so genau mit den unseren übereinstimmen. Erlaube, dass wir dir ohne weitere Umschweife das hier überreichen. Din, diridididim. Oh, geil, eine Zora-Rüstung. Jede Zora... Prinzessin fertigt so eine Rüstung für ihren zukünftigen Gemahl nach Maß an. Wenn man sie trägt, kann man Wasserfälle hinaufschwimmen. Krieg ich auch noch eine Hose? Weil meine Hose sieht scheiße aus. Mit diesem Gewand kann sogar ein Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen wie ein Zora. Pass gut darauf auf. König Dorephan, wollt ihr ihm etwa die Zora-Rüstung geben? Ausgerechnet diese? Solch eine Rüstung fertigt jede Zora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann an. Und diese hat unsere holdselige Prinzessin Mifa gefertigt. Eigenhändig und mit größter Sorgfalt. Recke oder nicht, der Gedanke, dass die erlauchte Mifa ein solches Juwel für einen ungehobelten Fußsoldaten anfertigte, ist absurd. Das Maß ist voll. Ich protestiere aufs Schärfste. Dieser Mutsu. Er war der Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mifa fast so, wie wir als ihr Vater es taten. Seit wir Mifa durch die große Verheerung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Hylianer. Bitte vergib ihnen seine Äußerung. Aber wir hatten Muso befohlen, die Elektropfeile zu besorgen, die wir benötigen, um Ruta zu besänftigen. Doch jetzt ist er gegangen. Link, ich werde Muso schon zur Vernunft bringen. Warte bitte. Sidon, will er ihm etwa erzählen, dass... Link, Muzu hat sich vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen?
Wir denken, dann wird es leichter werden, ihn zu überzeugen. Wassertitan war Ruta. Okay, dann gucken wir mal. Ja, ich hätte jetzt noch gerne eine andere Hose, weil die Hose sieht so belämmert aus. Den Sprachfehler hast du schön betont. Geschichte. Was? Geschichte folgt des Horus, siebter Teil, die sagt vom Helden, der in Leunen bezwang. Niedergeschrieben von Dorephan, König der Zoras. Lange ist es her, da. Was? Ein. Auf dem Donnerhorst sein Unwesen und. In Angst und Schrecken. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und dem Dorf den Frieden zurückzubringen. Der Zora-Helm, den er dabei trug, wird seitdem in einer heiligen nahe des Toddorfes verwahrt. Lobpriesen sei seine tapferen Taten des Helden Link. Irgendwie so. Kann ich das eigentlich putt machen? Kommt da was Cooles bei raus? Ja, genau. Ich wollte ja noch was gucken. Und zwar. Nee, okay, aber in dem Album ist kein Bild dabei. Aber vielleicht kann ich bei der Statue noch irgendwas triggern. Was soll das? Wenn du plaudern willst, war dein Weg hierher umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Mutsu. Es gibt etwas, das ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas Unangenehmes, direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitzubekommen, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Das habt ihr doch erzonnen, um mich zu demütigen. Die große Mifa hätte niemals einen Hylianer lieben können. Erinnert sich ja nicht einmal mehr an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue bleibt sein Herz bei jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Mutsu, auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir.
Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn irgendjemand, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Ja. Na, sowas, du zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Was? Erst hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Und das soll ich dir glauben? Einfach so? Beweise es mir. Geh und beweise mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hat. Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo man Elektropfeile herbekommt. Hast du es immer noch nicht verstanden? Sieh dir die Rüstung... Sieh dir die Rüstung, die Link trägt, genauer an. Du kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass mich das in irgendeiner Weise... Das ist doch die Zora-Rüstung. Die edle Mifa hat sie eigenhändig angefertigt und es sieht so aus, als besitze sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich? Aha. Hast du verstanden? Mifa hat Link geliebt, für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie ihm wie angegossen passt, ist der beste Beweis dafür. Weil du Hylianna noch nie leiden konntest, hatte Mifa alle verboten, dir davon zu erzählen. Allen verboten. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Mutsu. Wie kommen wir an die nötige Menge Elektropfeile? Wie ich dich kenne, hast du schon einen Plan. Sollte sie die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Es schmeckt mir zwar nicht... Zwar noch immer nicht, ein Hylianna um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Hülle... In Hülle und Fülle finden kannst. Dieser Berg, das ist das sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfungen befindet. Auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Er schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Für ein Zora sind diese Pfeile absolut tödlich. Der Leune. Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Er ist sehr gefährlich, aber du schaffst das sicher irgendwie, Link. Um den Titan in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Also bei mir mehr. Bleibt abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Was sagst du denn, Namutsu? Natürlich schafft er das. Gut, wir sollten ins Wasser schlagen, solange es nass ist. Der schnellste Weg aufs Donnerhorn führt die Wasserfälle im Osten des Dorfes hinauf. Die Zora-Rüstung wird dir dabei eine große Hilfe sein. Schwimm einfach direkt unter dem Wasserfall und dann rauf. Ich warte am östlichsten Stausee auf dich, wo der Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Gut, nehmen wir es gemeinsam mit diesem Titan auf. Oh Gott. Okay, Und ich soll jetzt wie genau noch... Also komme ich, ist hier... Also ich habe schon verstanden, irgendwo im Osten. Die Frage ist jetzt nur, komme ich da schon hin, wenn ich jetzt ins Wasser jumpe? Oder muss ich erst nochmal zurücklaufen?
Weil Osten ist ja hier, da, hier, das Gedöns hier. Aber wo ist hier ein Wasserfall? Ich meine, hier wäre ein Wasserfall. Meint er den da? Ich springe jetzt einfach mal ins Wasser, ne? Ich speichere nochmal vorher bei meinem Talent. Yay! Woo! Köpfer! Nice. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich östlich ist, das ist eher nördlich, oder? Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaff das ja da gar nicht so weit rüber. Aber ich hab noch, glaube ich, so ein Ausdauerfischchen, oder? Aber ob das was bringt? Ach, war ein bisschen zu... zu weit links. Weil wenn ich mich mit Link immer so ein bisschen treiben lasse, dann geht das manchmal auch ganz gut. Ansonsten muss ich irgendeinen anderen Weg finden, um da am besten rüberzukommen. Ich schaff das wieder nicht. Alles klar, Link, okay, Link geht ab hier. Oben in der Stadt gibt es einen leichteren Weg zum Wasserfall, okay. Oh, Truhe, nehme ich mit. Ein Zora-Schild. Ich bin nicht so der Schildtyp, ich bin mehr so der immer feste drauf. Also ich muss jetzt sagen, ich bin bei der ganzen
mit dem ganzen Setting und dem Gameplay. Also ich finde das Spiel sehr, sehr schön aufgebaut. Ich finde halt auch, dass es jetzt so Survival-Inhalte mit hat. Das finde ich eigentlich auch gut. Es ist halt, für mich ist es halt nur so, es ist halt so komplett anders als das, was man von Zelda kannte. Und zählt der schon? Komm ich da hoch? Ja, Mann. Richtig. Der Link macht das als Würst. Als hätte er noch nie was anderes gemacht, du. Bei Regen werden alle Oberflächen nass. Kein gutes Wetter und zu glatt. Okay. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Zweiter Zusatz. Prinz Sodin streckt ein Monster nieder. Im Meer von Hateno lebte einst ein Oktorok von gigantischem Ausmaßen, groß wie ein Berg. Die Fischerleute lebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um den Oktorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer und sein Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein, den das Biest nach ihm spuckte, ausgewichen, als es ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden für immer beendet. Nicht einer hatte überlebt. Doch als die Zuschauer sich entsetzt abwendeten und den Verlust des Prinzen beklagten, schrie der Oktorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungetüms hervor. Prinz Sidon hatte im Inneren des Oktoroks den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster blieb nichts anderes übrig, als den Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Noch heute ist die Erzählung von Prinz Sidons Heldenmut überall am Meer von Hateno in aller Munde. Maxi rüber, nice. Das kann man gebrauchen. Elektropfeil. Schnellauswahlpfeile. So kannst du schnell andere Pfeile ausrüsten. Bogen ziehen, gedrückt halten, wechseln. Okay. Mutprobe voraus, aber nicht übertreiben. Okay. Alles klar, speichern wir hier nochmal. Ich finde das so doof, dass Link keine Ausweichrolle mehr hat im Kampf. Oder bin ich einfach zu doof, die Tastenkombi zu finden? Thank you.
Moin, Drops Baby. Darf ich vorstellen, der absolute OP-Gegner in diesem Spiel. Oh yeah, geil. Junge, chill. Okay, ich, Junge, chill mal. Chill mal bitte. Chill mal ganz kurz. Okay. Oh Gott, was wird das jetzt? Wo? Hä? Wo ist er hin? Ist jetzt wieder in der Mitte? Okay. Acht, oh Gott. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Zeigt beim Sprung in den Stausee euren Mu, Krieger der Zoras. Ah, okay, und von da aus kann ich dann gleich zu Prinz, Sidon. So, ich speichere hier jetzt nochmal. Ich habe jetzt 13, das heißt, ich brauche noch, 7. Ein paar mehr Schaden aber auch nicht. Also gehe ich mal stark davon aus, dass ich noch auf der rechten Seite ein bisschen durch die Gegend laufen kann. Ah, okay. Gut, so schleiche ich. Vierzehn. Okay. Ich möchte festhalten, da hinten steht ein riesiger Zentaurus mit einem fetten Schwert und ich sterbe an einem Wildschwein. Mhm, seems legit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das Schwein angreift. Ganz gut, dass wir gespeichert haben. Ich hatte jetzt 13, oder? Wie viel hatte ich? Ja. So, Nummer 14 müssen wir gleich wieder einsammeln. Denkst du, ist das Schwein jetzt weg? 14. Fünfzehn, 16, 17. Neunzehn. Ah ne, das war ein Schleichling. Der zählt nicht. Wieso krieg ich den jetzt nicht? Hallo? Ich weiß jetzt leider auch nicht, wo mein Freund hingelaufen ist.
Ich denke, ich speichere hier auch nochmal. Ich habe jetzt 18 Pfeile. Ich sehe auch nicht, warum ich den da oben nicht rausziehen kann. Zählt das, Dominik? Oder muss er da mit seinem Schwert auf mich zurennen? Oder zählt das so? Kann er noch eins machen? So, so. Kennt er nix. Schick, oder? Schick, schick. Austauschen, das ist besser. Seht ihr? Profi-Fotograf. Wie viel habe ich jetzt? 21. Ich will die da noch haben. Ich habe lieber mehr als zu wenig. Ich finde jetzt nicht unbedingt einen Fotowettbewerb, aber sollte zählen. Ah, fuck, Alter, jetzt renne ich mit dem hier fünfmal im Kreis. Was zählt? Okay. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir rennen um unser Leben!
Aha. Easy peasy lemon squeezy. Oh, ist das ein hinter Schneegebiet? Das sieht schick aus. So, abspeichern Link und dann machen wir mit Anlauf, ne? Wir springen jetzt vom 100-Meter-Turm hier. Ja. Achso, ja, ich habe vergessen, dass er permanent auslaufen lädt. Ich sollte jetzt hier nicht zu lange durch die Gegend springen. Ein Ritterschild. Ich benutze immer noch keine Schilde, wirklich. Aber ich kann ein paar, kann ich glaube ich wegschmeißen, oder? Da bist du ja, Link. Ich bin schon langsam ungeduldig geworden. Hast du die Zora-Rüstung und die Elektropfeile? Gut gemacht. So habe ich mir das vorgestellt, Link. Dann lass uns diesen Titan mal besänftigen. Los geht's. Ich habe die Elektropfeile. Ich glaube, wir haben jetzt 23. Ich hoffe, das reicht. Siehst du die rosa leuchtenden Vorrichtungen? Die musst du mit Elektropfeilen abschießen. Dank der Zora-Rüstung kannst du Wasserfälle hinaufschwimmen. Ich bringe dich bis unter die Wasserfälle, dann schwimmst du schnell hoch und schießt. Du wirst das schaffen, davon bin ich überzeugt. Komm, steig auf meinen Rücken. Oh Gott. Okay, weil ich auch so schnell bin im... Im Schwimmen macht mir keiner was vor. Muss ich abwehren? Mit was? Ich hab die Button. Das Button-Layer nicht wirklich so. Ich hab das Button-Layer nicht so wirklich drauf. Zerstöre das Eis! What the fuck? Okay. Verstanden. Ja gut, okay, das war's. Ich könnte es, glaube ich, auch eventuell mit dem Schild abwehren, aber ich benutze kein Schild. Ich wehre mich dagegen. Elzit. Ich bin hier. Mit dem Kryo-Modul? Okay. Ach ja, stimmt. Natürlich, stimmt ja.
Moment. Wie schieße ich nochmal mit dem? Oh Gott. Ich bin voll der Pro! Ich hab dich gesagt, ich bin nicht schlecht. Auf geht's, Link! Blödes Eis! Kawabanga! Gute Arbeit, Link! Zum Angriff! Wenn das alles nicht wäre... Ich kann mit Controller echt nicht mehr umgehen, ne? Ich kann da gar nicht mehr mitziehen, das ist furchtbar. Alles, was keine Maus hat, ist für mich so... Oh Gott. Hat ein Eisloch ins Wasser gemacht? Hast du Elektropeile? Fast daneben. Es war daneben. Alter, ich bin so gut. Fast getroffen, nicht fast daneben. Fast getroffen. Ich hab's in letzter Zeit. Ich bin in letzter Zeit total übermüdet. Ich hab's keinen Schlaf. Ich muss jetzt an den zweiten hin. Dann ist es für mich einfacher zu treffen. Wait, what? Hier ist gar keiner mehr. Oder bin ich blind? Blödes Eis! Der linke. Ich brauch den linken. Damit ist gut. Los! Du hast es geschafft! Dafür musste ich 20 Pfeile stehlen? Ich hab 5 geschossen!
Xenolink, Rota stößt jetzt kein Wasser mehr aus. Rota ist aufgetaucht. Du wolltest doch in sein Inneres, oder? Ich bring dich zu ihm. Schon mal viel Erfolg da drin. Ja. Aha. Das werde ich bestimmt haben. Link, gute Arbeit. Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Du schaffst das. Du bist wirklich spitze. Mhm. Gut, Wasserdungeon. Die ekligsten von allen. Ja, aber gut, dann haben wir das Schlimmste schon mal weg. Also wirklich noch. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Möchtest du Ganons Macht vertreiben und Ruta befreien? Dann solltest du dir als erstes die Karte beschaffen, die sein Inneres zeigt. Ja, die Dungeon Card. Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Okay. Bin gespannt, wie viele Tode ich sterben werde. Kann man dich eigentlich kaputt machen? Kontrollsiegel musst du noch lösen. Gib nicht auf. Ich muss mich hier erstmal umgucken. Yeah.
Der hat gesessen, du. Tut doch weh, Mensch. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr kochen sollen, bevor ich in den Landen gehe, aber... Nee. Ein Wächterschwert. Immer gut. Nimm mal mit. Oh. Ich habe einen akuten Mangel in meinem Inventar. Ja. Ein antikes Zahnrad, antike Feder. So, was hast du denn hier? Aber das Problem ist, ich weiß halt nicht. Ich muss da draufstehen und das Ding ankloppen, ne? Aber was würde mir das bringen? Ich glaube, ich muss das ganze Teil bewegen. Ist jetzt nur die Frage, wie mache ich das? Wenn das jetzt unten ist, geht das dann überhaupt nicht? Ja, zu spät. Ja, okay, gut, das wird zerstört. Muss ich das anders anhalten? Dann muss ich... Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Mir kommt diese deutsche Synchronsprecherin irgendwie bekannt vor. Ich meine, ich spiele so gut wie nie Spiele auf Englisch. Auf Deutsch. Ja, ich hab Schlafmangel. Auf Deutsch. Aber die Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach ja, Nom. Ja, I. Das ist wie auch weg. Aha. Also ich hätte jetzt schon eine Idee, ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn ich das mache, aber ich mache es jetzt einfach mal, deswegen speichere ich hier. Ach, Link trifft mich mal. Ich habe gedacht, wenn ich dagegen kloppe, dass das dann...
Moment, muss die Kugel einfahren? Oder? Weil bei mir halt dieses Gegenkloppen noch nicht mehr funktioniert. Ah doch! Aber es war nicht kräftig genug. Doch, das könnte funktionieren. Ich glaube, ich habe den richtigen Ansatz, aber ich mache es falsch, habe ich das Gefühl. War das jetzt nicht um... Ich habe jetzt leider nicht gesehen, ich glaube, es war nicht ganz oben, oder? Muss ich mit noch mehr Schmackes da drauf kloppen, oder? Das ist schlecht. Also es bewegt sich ja, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob ich dann noch härter drauf schlagen muss, oder ob ich... Weil ich kann ja mein Kryo-Modul kann ich hier nicht benutzen, weil ich habe hier kein Wasser. Ich mache meine ganzen Waffen jetzt kaputt, einfach nur um festzustellen, dass das komplett falsch ist. Okay, gut, das war richtig. Problem, das Ding muss auch da oben drinnen bleiben. Gut, also, okay. Das war richtig. Sprich... Ich muss das ganze Ding drehen. Oder? Oder muss ich das ganze Ding nicht drehen? Also den ganzen Schrott hier nochmal angucken. Link kann doch eigentlich... Achso. Ach ja, Moment, das kann ich jetzt wieder mitnehmen. Link kann doch überall hochklettern. Ich dachte, er kann das... Nein, okay. Weil ich dachte, er kann die Dinger kaputt machen hier. Also hier kann er nicht hochklettern, aber er... Ich kann rein theoretisch hier außen hochklettern. Jetzt ist nur die Frage. Stimmt dran, machst du den nur die Wochen kaputt. Wie drehe ich das Teil? Weil wenn ich das jetzt hier... Das bringt mir ja an sich nichts. Weil das Wasser ja nicht hiermit connected. Ach, Link.
Ich kann das mal hier drin testen. Er müsste doch hier klettern können, oder? Nein, kann er nicht. Gut, er kommt hier hoch. Was bringt mir das jetzt? Außer, dass ich zu der Kiste da drüben komme, die ich mir jetzt erstmal holen will. Nein! Ich muss das Teil drehen. Jetzt ist nur die Frage, wie. Weil so funktioniert es nicht. Und in Stase habe ich... ja, das, aber das halt dafür, um die Kiste zu kriegen. Auf die Kiste bin ich jetzt nicht unbedingt so dermaßen scharf. Kann ich irgendwie noch höher in dem Laden hier, oder? Also außer jetzt, wo ich schon gerade war. Okay, ganz oben ist auch noch eine Kiste. Das, was hier drüben ist, das sah doch interessant aus. Wie komme ich da hin? Ich müsste noch höher, wenn ich das jetzt... ich würde gerne da links hin. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich da irgendwas rausrollen kann und das bewegt das Teil hier. Nur wenn Link hier nicht klettern kann, an diesen Teilchen hier sich festhalten kann, weiß ich nicht, wie ich darüber komme. Oder ich komme darüber, wenn ich das Teil in Bewegung gesetzt habe. Aber dann ist immer noch die Frage, wie setze ich das Teil hier in Bewegung? Hier hängt das jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Okay, erst die Dungeon-Karte. Super. Deswegen mache ich solche Kisten nicht auf. Gut. Dann ist die Frage, wie komme ich an diese scheiß Karte ran? Hokus Pokus Filibus. Dreimal schwarze Kater, Tür öffentlich. Okay, was ist hier unten? Jetzt erstmal überall umgucken. Das weckt Erinnerungen an mein allererstes Zelda. Ah. Gut, du hilfst mir erst, wenn ich das gemacht habe. Also, permanent, das sieht bei mir prinzipiell bei jedem. Also, wenn das euer erstes Zelda ist, das ihr bei mir seht, das sieht prinzipiell immer so aus. Bei jedem Teil, den ich bisher gespielt habe. Ach ne, das sind meine Pfeile, die da oben sind.
Ach, Moment, ich weiß schon. Oh, ey, Alter, dass ich da so lange brauche, um drauf zu kommen. Titansteuerung. Ah, Rüssel bewegen. Aha. Very interesting. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Gut, okay, dann gehe ich jetzt nochmal dahin und gucke, was passiert, wenn ich den Rüssel bewege. Und die Karte unten ist so geil. Oh, das sieht so cool aus. Was ist denn B hier nochmal hier? Okay, irgendwie passt. Okay. Ich muss ja Sachen testen, ne? Aha, ah! Haha! Okay, alles klar, verstehe. Kann ich das dann auch kopfüber lösen, ja? Weil ich schätze jetzt mal, wenn das jetzt wieder runter geht, dann geht das Teil auch wieder runter. Und das... Aber ich kann das verhindern. Ich weiß noch nicht, ob die Zeit reicht. Hm, ja, okay, alles klar. Ich mach das jetzt gleich nochmal so. Ich werde das dann mit Stasis anhalten. Sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Oh, nee, auf die Kiste bin ich jetzt nicht so scharf. Okay, dann ein weiterer ist im Kopf. Also genau hier. Und der letzte ist im Rüssel. Okay. Ich denke mal, die Idee, die ich vorhin hatte, mit dem Ding da hochzufahren, war gar nicht mal so blöd, oder? Ich denke, wir probieren das einfach mal aus.
Ich hoffe, das tut jetzt nicht weh, das Wasser, aber das Wasser. Oh Gott. Bin ich? Jetzt bin ich ganz auf. Scheiße. Ich denke mal, das geht schon, aber es. Ach, ich bin doch blöd. Ich kann einfach. Alter. Mann, ich kann, wenn ich oben bin, einfach diesen Rüssel wieder nach unten tun, damit das Wasser aufhört. Ich kann das ganze Ding stoppen. Wie wäre es, wenn ich einfach mal davon Gebrauch machen würde? Ich denke mal, das wäre ganz sinnvoll. Link, geh raus. Komm, komm. Das war's. Nee, danke. Da geht Ah, Abkürzung, alles klar. Ich finde das so cool, dass du permanent schnell speichern kannst. Ich liebe das in Spielen. Okay, über mir, ja. Aber das ist jetzt der Rüssel hier, oder? Okay, das ist jetzt auch was. Ich muss da weiter nach oben. Ich meine, von dort aus da hoch zu fliegen, das funktioniert nicht, weil das ist ungefähr gleich. Ah, vielleicht ist auch der Rüssel das vorletzte und gar nicht so wirklich. Okay.
Ne, das geht nicht. Okay, ich habe gedacht, ich kann das irgendwie mit der Zora-Rüstung benutzen und dann hier so hochschwimmen, aber das geht nicht. Ich komme aber da ja nicht ganz hoch. Und ich sehe hier gerade auch keinen Eingang weiter oben. Wie komme ich denn da hoch? Also ich habe jetzt gespeichert, ne? Also wenn ich das jetzt selber gerade kille oder so, das ist ja... Warte. Ich könnte rein theoretisch da ganz hochkommen, ne? Und dann von oben runterspringen. Aber dazu muss ich jetzt das Ding ganz kurz wieder runterspringen. Damit ich weiter hochkomme mit Lenk. Moment, erstmal hier. Also hier weiß ich nicht, wie das Seil stehen kann. Oh. Wenn nicht, tut's gleich weh. Nein, Link! Wieso fällst du runter? What the fuck? Link! Nein, das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Oh Mann, Pfeife. Hier so runterspringen. Ah, okay. Achso. Oh Gott. Hau ab. Geh weg. Hau ab. Ach, verpiss dich jetzt. Nerv mich rum. Hab da jetzt keinen Bock auf dich. Das Auge. Da. Überhaupt die richtige Richtung? Nein, irgendwie nicht. Ach, das macht die Luke nur auf und zu. Ach so, okay, verstehe. Okay. Wir müssen das Ding jetzt nämlich einmal aufmachen. Und dann müssen wir den Rüssel. Nein, ich muss da zurück, nicht nach vorne. Ja, das ist zu weit.
Das schadet mir jetzt nichts, oder? Wenn das Ding da bleibt, dann lasse ich das jetzt so. Nicht, dass das Feuer dann wieder angeht. Noch ein Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Gut. Und das letzte ist in Rüssel. Ja, ich komme aber nicht weiter. Ich muss genau auf die andere Seite. Das heißt, ich muss wieder vom Kopf aus da drauf. Eventuell. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das reicht oder ob ich jetzt doch noch ganz nach oben muss. Auf die Fresse fliegen kann ich jetzt ja nicht. Es ist schlimm als jedes Horrorspiel. Dieser Schockmoment. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte.
Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Boah, Höhenangst. Das ist ein Band von uns. Will ich da hin oder will ich da nicht hin? Sein oder nicht sein. Wenn ich das Auge von hier aus treffen würde, aber der Pfeiler hat halt so eine furchtbare Reichweite. Okay, das wird so. Okay. Komm, Leute, das war eigentlich ein Treffer, oder nicht? Ich glaube, die Reichweite ist von dem Pfeil nicht so. Okay, müssen wir da hinfliegen. Was? Nein. Link, para. Ach, du Pfeife, ey. Ich hab mich verdrückt. Das war nicht Links Schuld, das war meine Schuld. Aber er hat da einen Quicksave gemacht. Ist das nicht so schlimm? Ah, mein Gott, ey. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja gut, dann fangen wir halt hier wieder an. Ist auch kein Problem, dann sind wir wenigstens schon da. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Und ich werde es zurück in die Hölle schicken. Vor 100 Jahren hat es mich. Also nachdem ich 100 Mal gestorben bin. Du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Ich weiß, mein Schatz. Seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Insta-Kill. Alles klar. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Tod Nummer 1. Also beim Bossgegner. Tod Nummer 1. Oh, nee. Muss ich mir jetzt die Cutscene wiedergeben? Ich kann mir überspringen, aber das ist so nervig. Ich fände das viel schöner, wenn man beim Start des Kampfes wieder spawnt. Und nicht, dass ich da immer wieder hinrennen muss. So, das finde ich halt immer so ein bisschen nervig. Aber was ich mal machen kann, ist jetzt von Anfang an schon die Pfeile richtig auswählen. So. Überspringen. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Oh. Wie viel Schaden mache ich dem? Das sieht irgendwie so. Ne, rennen wir das hier. Ah, komm, ey! Okay, also die Lanze macht echt Insta-Kill. Alles klar. Nicht so cool. Ich möchte auch gar nicht erst versuchen, die mit meinem Schild zu blocken, weil ich meine, gegen diese Riesenlanze das Pups-Schild ist, denke ich, nicht so gut. Was ich natürlich versuchen könnte ist, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich muss mal gleich gucken, ob alles unter Wasser ist. Ne, die Plattform, auf der ich stehe, nicht. Was passiert, wenn ich mal meinen Elektropfeil in das Wasser feuere?
auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, Link. Ruf deinen Spot. Jetzt stehen wir selber da drin. Das wollte ich nicht so tun. Also, Kopf ist immer gut. Mich nervt das, wenn der immer seinen Kopf da nach unten. Ich hab da leider noch kein Gefühl für einen wirklich gefallenen Boden. Diese Ausweichrolle. Kann man die irgendwie wieder lernen oder so? So nervig, du. Ich finde es halt so schlimm, dass so viele Gegner in diesem Spiel Insta-Kill machen. Dass du sofort drauf gehst, wenn die... Ach, Link. So. Wenn die dich einmal hitten. Ich meine, ich hätte mir noch einen Herzcontainer ja besorgen können. Bevor ich hier reingegangen bin. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich glaube auch, dass auf seine Lanze. Der eine nicht wirklich. Damit hat er eine hohe Reichweite. Okay, also immer den Head hidden, das ist am besten, ja. Ich kann halt mit Controller nicht mehr zielen, ne? Das ist halt, das ist mein Problem. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob die Gegner hier wieder so zwei, drei Phasen haben. Die Frage beantwortet, danke. Jans, geh da hoch. Hilfe. Ja, Link. Oh, ich hasse dich, Link. Weißt du das? Link! Link! Link, ich hasse dich. Ich verfluche dich. Ich mag dich nicht mehr. Geh da hoch. Geh da raus. Geh da weg. Geh da weg. Ah!
auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, aber das ist keine richtige Ausweichrolle. Ich möchte so eine wie in den alten Games. Die fand ich halt sehr viel besser. Oh Gott. Ja, dazu habe ich mich veraimt. Die fand ich persönlich viel, viel besser, als jetzt einfach hier nur so ein Rückwärtssalto zu machen. Das finde ich ist keine Ausweichrolle. Auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht, Mann. Ich hab gedacht, ich hab noch eine Millisekunde länger, um wegzuspringen. Ich habe noch 5 Minuten, um ihn zu besiegen. Also bitte beeile dich mit dem Sterben. Auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ey, ja, ey, der kann auch so gut aimen, ne? Das ist schon klar.
auch seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Oha! Oh, der war neu. Er ist geschwächt. Jetzt! Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Ja, Alter, bitte, ey, wie unfair, Mann. Natürlich lässt. Ey, bitte. Bitte, Spiel, sag mir, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Natürlich, versetz ihn genau auf die Plattform, auf die mir die nächste ist, wo ich drauf schwimmen kann. Ich will den Schrott nicht immer wieder sehen. Das nervt mich. Ich will bei diesem Kampf wieder rausgelassen werden. Ansonsten ist das so... Das nervt. Ich will permanent immer wieder das zu sehen, wie der auftaucht. Ich weiß, wie dem seine Visage ausschaut. Es ist 20 Uhr. Junge, du musst jetzt sterben, ne? Ich jetzt hab ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Wenn du hier rüberkommst, dann... Das war gerade... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gedrückt habe. Es war auf jeden Fall falsch, aber ich habe überlebt. Oh, Luck, ey. Mann, ja, ich hasse das, ne? Ich habe 3 verschiedene Controller. Ich komme halt irgendwie nicht mehr so damit klar. So, Y ist links auf dem Controller.
Das ist so behindert. Im Prinzip sind alle Controller gleich, nur die X, A, B, Y, das mussten sie überall anders setzen, damit man auch ja durcheinander kommt, wenn man alle Konsolen besitzt. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Junge, ich habe nicht so viel Zeit jetzt gerade. Du müsstest jetzt mal sterben, bitte. Also soll ich jetzt Y drücken, wenn er mich angreift? Weil Y ist, dann hau ich mit dem Schwert drauf. Ja, X ist Jumpen bei mir. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Geht mir ja schon fast so auf den Keks wie Detlef. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Ja, und er landet wieder über mir. Dieses Spiel hasst mich dermaßen. Ach komm, ey. Mann, wie asozial kann ein Programmierer sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll ich da denn noch ausweichen? Oh, mein Gott, Leute, ey. Seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ich möchte weinen. Mit X? Okay. Seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite.
Ja, jetzt müsste man dann nur noch mit dem Ausweichen klarkommen und dann wäre das alles super gut. Aber da Benny dieses Spiel erst vor einem Monat zuletzt gespielt hat, außer Sonntag, komme ich damit nicht mehr klar. Gut, das scheint auf jeden Fall besser zu funktionieren. Wenn er mir jetzt nicht wieder auf meine scheiß Plattform springt, bin ich total happy. So, X oben. X oben. Weil bei der PlayStation ist X unten und beim Xbox-Controller ist X links. Ich komme hier immer durcheinander. Oder? X war links, ne? Ja, ich glaube schon. Jetzt ist nicht mehr. Egal, jetzt stehe ich ja schon hier. Das ist cool. Pass gut auf. Also, X, ne? Ach, jetzt fällt dein Arm mir jetzt schon. Ich werde angeschrieben, ich weiß. Das ging gerade nicht. Ich bin noch beschäftigt. Ich muss hier töten, Monster besiegen. Langsam kriege ich aber den Aim wieder hin, das ist gut. Jetzt sterbe ich gleich. Nee, kann ich nicht, aber ich möchte. Ach, Blink, du Pfeifermann. Oh Gott, was wird das jetzt? Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Geh darüber, genau. Ja. Okay, ich sollte dieses Ausweichen öfter benutzen, so. Ich kann mich irgendwie noch nicht so richtig an diese neue, halt an dieses neue Zelda-Setup gewöhnen. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit und Ruta zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals, diese Zeit ist vorbei. Ich habe keinen Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Mifas Gebet. Diese
ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link, bitte hilf mir. Bitte, rette die Prinzessin. Mit deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war keine sehr gute Tochter. Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich hätte ihn noch einmal sehen können. Miffas Gebet enthält die heilende Macht Miffas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt, sogar über das Maximum hinaus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann, ja, ich erledige das jetzt trotzdem noch und werde jetzt noch mit denen reden, weil es wäre Blödsinn, jetzt hier den Stream an dieser Stelle zu beenden, wenn ich, dann beenden wir jetzt noch das Gespräch. Aber dann muss ich den Stream wirklich beenden.
Oh, Link, es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wir haben ungeduldig auf dich gewartet. Der Regen hat aufgehört, als wäre er nur ein böser Traum gewesen. Somit ist unser Dorf nicht länger in Gefahr. Und auch der Rest von Hyrule ist jetzt nicht mehr von einer Überflutung bedroht. Weil du den Wassertitan besänftigt hast, ist das Dorf der Zoras gerettet. Du hast mehr vollbracht, als wir zu hoffen gewagt hatten. Im Namen unseres Volkes möchten wir dir danken. Link, ich bereue, dass ich so hart zu dir war. Mipha war dir alles andere als egal. Das ist mir jetzt klar geworden. Im Namen des ganzen Senates sollte ich mich bei dir bedanken. Wir haben auch Hylianna zu Unrecht verurteilt. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Link, erlaube uns, dir zum Dank eine Belohnung zu überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Schatztruhe an dich. Darin befindet sich ein Andenken, ein Gegenstand, der ihr lieb und teuer war. Als ein Zeichen unserer Freundschaft möchten wir, dass du ihn von nun an verwendest. Halte ihn in Ehren. Übrigens, Link, wo ist denn das heilige Bandschwert? Als du dein Gedächtnis verloren hast, hast du da auch das Bandschwert verloren? Du kannst dich wirklich nicht daran erinnern? Das Masterschwert. Du warst der Einzige der Recken, der dieses Schwert führen konnte. Wir sind uns sicher, es wartet irgendwo in Hyrule darauf, dass dein Weg dich zu ihm führt. Link, im Namen aller Soras danken wir dir für das, was du hier verrichtet hast. Und du, Sidon? Als dein Vater sind wir von großem Stolz erfüllt, dass du an Links Seite mit den Titanen gerungen hast. Du hast dich zu einem guten Sora entwickelt. Eines Tages wirst du ein würdiger Nachfolger für uns werden. Vater. Der Dauerregen hat ein Ende und der Titan ist zurückgekehrt. Es gibt einiges zu feiern. Link, das war spitze. Ich danke dir vielmals. Du hast unser Dorf vor der Auslöschung bewahrt. Dankbarer könnte ich dir gar nicht sein. Du bist wirklich einsame Spitze. Ja, kriege ich jetzt noch Hose und Schuhe, die zu der Rüstung passen? Wäre ganz cool. Lichtschuppenlanze. Sehr schön. Und dann werden wir an dieser Stelle hier einmal kurz aufs Speichern. Und dann auch hier den Stream beenden. Wir haben unseren ersten Dungeon in Zelda abgeschlossen. Mal gucken, was wir im nächsten Part machen werden. Wir haben da ja noch mehr zu erledigen, noch viel, viel mehr zu erkunden. Und da findet sich bestimmt einiges, was wir hier noch erledigen könnten. Oh, guck mal, ich könnte mich sogar noch zu ihr hin teleportieren. Nee, wir werden uns das Ganze mal im nächsten Stream, also eventuell werde ich morgen auf jeden Fall von 18 bis 20 Uhr streamen. Ob wir morgen Zelda wieder mit reinnehmen, weiß ich noch nicht. Ich denke schon. Und dann mal gucken, was wir uns dann alles vornehmen werden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, ciao.